Ja, moin und ein letztes Mal Servus aus dem wunderschönen Zillertal. Ein letztes Moin aus dem Trainingslager mit Werder. Wir haben euch versprochen, vor dieser Woche euch ganz nah ranzubringen. Naja, irren und viel näher, glaube ich, als so. Schaffen wir es nicht, oder? Wie war das für dich? Wie war die Woche für dich? Boah, ziemlich anstrengend auf jeden Fall. Hab viel draus gelernt, war mein erstes Trainingslager mit den Profis. Leider 3 Tage raus gewesen, aber jetzt mal wieder drin und mit dem Spiel belohnt und Tor auch. Ein wunderschönes Tor und die ganzen wunderschönen Bilder aus dem Trainingslager, die gibt's jetzt für euch. Haben alles dafür getan, hier im Trainingslager fit zu werden. Wir haben die Spiele auch so angenommen, wir sind die Zweikämpfe auch hart angegangen und wir waren auch gefordert in den Zweikämpfen, das wird uns in der zweiten Liga auch erwarten. Also von daher kann ich halt einfach nur sagen, dass die Bausteine, die wir brauchen, um in der zweiten Liga zu bestehen, dass wir die hier abgerufen haben. Wer fault mehr im Training? Stimmt, heute morgen hast du auch getreten. Wer von euch beiden hat denn hier im Zillertal mehr Körperpflegeprodukte dabei? Das ist sehr. Ja, okay. Ich habe all inclusive bei mir. Ja, perfekt. Bei mir kannst du das einkaufen, wenn du willst. Sonst. 3 Parfüms. Creme, Wachs, Haarspray, zum Rasieren, die ganzen Sachen. Ich hab die Haare vergessen. Wenn du in dem Mannschaftssport unterwegs bist, da musst du auch Spaß haben. Also ist ganz wichtig für uns. Wir haben ja nochmal eine Teambuilding-Maßnahme gemacht. Die Jungs haben sich untereinander auch hier, muss man sagen, auch gut verhalten, haben auch Spaß ausgestrahlt auf dem Trainingsplatz. Ich fand, die Stimmung war für die Verhältnisse, aus der Werder Bremen jetzt kommt nach der letzten Saison, richtig gut. Ein wuchtiger Kopfball von Eggestein. Wir haben ein richtig gutes Gefühl, also auch wenn ich nur 30 Minuten gespielt habe, ich habe es genossen, der Mannschaft vorher zuzuschauen. In der ersten Halbzeit, wo sie das mit dem Werder Bremen gemacht haben, ich saß unten vor der Tribüne und habe Gänsehaut gehabt, also es war schon ein richtig geiles Gefühl. Hallo, ich habe gesehen, du hast voll den Ball abbekommen, ne? Schade nicht gebracht. Vielleicht lässt es sich dann leichter ertragen. Darf ich mal ich meinen Namen rausnehmen, ja? Kein guter Schwimmer. So, servus. Wir haben die zweite Einheit des heutigen Tages auch hinter uns. Und ihr könnt jetzt ein paar Fragen bei Instagram stellen und ich versuche sie dann mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Da hat sich in den letzten Trainingseinheiten der Grosso, Christian Groß, und erstaunlicherweise mit seiner Körpergröße Romano Schmidt als sehr guter Torwart erwiesen. Wer absolvierte die meisten Bundesligaspiele für Werder? Dieter Wodenski. Wer ist Rekordtorschütze von Werder? Claudio Pizarro. Wer glaubt an Spuk und Geister? Wann wurde Werder das erste Mal Meister? Ich. Wie oft hat Werder den Torschützenkönig der ersten Bundesliga gestellt? Das war das Trainingslager im Zillertal. Das waren die schönsten Bilder und ja. Diese ganzen Menschen hier, die haben dafür gesorgt, dass ihr immer so nah mit dabei wart. Wir nehmen euch auch mit in die Saison, genauso nah. Bis dahin, tschüss. Sagst du tschüss, oder? Ja. Oh, schon kalt.